anfängt zu befreien. Doch Achtung, in diesem Any% Warpless Race von Super Mario Bros. 3 gibt es keine Abkürzungen. Die beiden müssen sich durch jede Welt kämpfen, ohne die berühmten Warp-Zonen zu nutzen. Wer wird am Ende triumphieren? Bleibt dran und findet es heraus. Hi. Hallo. Der ist der Rakor. Ja, hi, ich bin der Rakor. Ich bin der Turanin. Ich bin das Commentary der Zockerstube. Guten Tag. Du? Hi. Ja, wir zeigen euch heute den Any% Warpless Run. Ja, der Turanin hat sich bereit erklärt, das mit mir zu racen und hat das extra deswegen für mich gelernt. Ich weiß nicht warum, aber es wird interessant. Das wird gut. Ja, Stu. Du darfst gerne uns einen Countdown machen. Ja. Ich drück selber, ist das. Du schaffst das, ja? Ja, ja. Machen wir es okay, so. Okay, dann machen wir es so. Noch besser. Alles klar, willst du? Mach. Okay, 3, 2, 1, los! Ups, ich hab jetzt schon versaut, egal. Kennen wir nicht anders von dir, Rakor. Also, wir haben hier auf der einen Seite den Rakor, der hat einen kleinen, aber feinen Vorteil gegen den Turanin, der hat eine 53-40. Dann haben wir den Turanin mit einer 57-40, ist das richtig? Ich glaube schon. Ja, so ungefähr. Eieiei. Und, Eieiei. Man merkt, der Rakor ist leicht nervös, das muss gar man nicht verstehen. Weil der Rakor hat jetzt auch die Pressure, ne? Der Turanin, der hat, kann nur gewinnen, sagen wir es mal so. Ich hab nichts zu verlieren. Ja, ja. Was man als erstes sagen kann, das Game werden die meisten wahrscheinlich kennen oder mal gespielt haben. Es gibt am Ende diese Karten, die man da sammeln kann im Ziel. Und man möchte auf keinen Fall in 3 Karten hintereinander dasselbe Symbol bekommen, weil man sonst eine riesen Feier hat und 5 Leben bekommt. Und dann gibt es Feuerwerk und so ein Quatsch. Und das will man auf keinen Fall haben. Deswegen hat der Turanin zum Beispiel in der ersten Stage eine Blume eingesammelt, statt einen Stern. Ja, und ich habe Turnback gemacht und trotzdem einen Stern gekriegt, obwohl ich eigentlich einen Pilz kriegen wollte. Ich meine, die Faustregel ist ja normalerweise mit vollem P-Speed ins Ziel rennen von der Seite ist eigentlich immer der Stern, oder wie war das? Ja, ja. Ja, oder so ein bisschen frame-abhängig kann man noch eine Blume kriegen. Ja, also ein bisschen frame-abhängig. Es weiß keiner so genau, warum. So, sie haben hier in dem Castle den Secret-Weg gemacht zur Flöte. Den kennt man eigentlich vor allen Dingen aus dem Any% Run mit Warps. Allerdings haben sie den eigentlich nur gemacht, weil der schneller ist, als wenn man gegen Bum Bum kämpft. Das ist dieser komische Wächter, der in diesen ganzen Castles immer wieder... Da sehen wir noch ein paar von. Ja, da bin ich gerade von der Ecke getrollt worden. Das passiert gerne. So, haben wir jetzt auch gesehen. Klein. Schön. Ja, hab ich eingeholt, obwohl ich den Start versaut habe. Ah. Da haben wir eben gesehen, dass gerade Rakor, vor allen Dingen, weil er die Gefahr hatte, er hatte ja schon zweimal das Symbol, extra noch doll abgebremst hat vom Ziel. Hätte er jetzt zu stark abgebremst, dann wäre er natürlich wieder auf dem Stern gelandet, aber das sollte eigentlich nicht passieren, das kann er da eigentlich schon gut einschätzen. Und auch beide sehr schön gemacht, dieses Strat. Ich finde das super riskant. Das ist super gruselig. Ja. Ja. Wenn er den P-Speed nicht perfekt bekommt an der Kante und das im letzten Moment merkt, dann ist es halt durch. Ich habe jetzt hier Glück gehabt, ich habe jetzt das Teil erwischt, wo man die Fireflower einsammeln kann. So, und am Ende von jeder Welt ist es hier klassischerweise leider jedes Mal ein Autoscroller. Immer diese Luftschiffe von den Cooperlingen. Und da ist eben jeweils ein König in den Königreichen, der verzaubert wurde von dem jeweiligen Cooperling, weil die diese komischen Zauberstäbe haben. Das sind, glaube ich, auch die Zauberstäbe von den Königen da. Und die haben sich eben auf diese Luftschiffe geschlichen. Und das Ding ist, wenn man jetzt sterben würde auf einem dieser Luftschiffe, dann würde der einfach irgendwo in der Welt über die Map fliegen. Das ist komplett random. Es ist komplett random, er antwortet mir nicht, alles klar. Gut, wir halten fest, es ist komplett random und das Luft. Ja, ja, wo die hinfliegen, dann wenn. Ja, ja. Ich war gerade im Tunnel. Ich jamme gerade zu der Musik. Deswegen, also casual würde es sich lohnen, jede Stage zu clearen, falls man sterben sollte, dass man da einfach hinkommt, egal wo es hinfliegt. Das macht natürlich für uns jetzt gar keinen Sinn. Weil das nicht die 100% Kategorie ist. Und das ist, Ah. Ne?
Eieiei. Das ist Kollege, weiß ich nicht, ob Turanin weiß, wer das ist. Nee. Lemmy oder so. Lemmy oder Larry? Ich kann mir das nie merken. Ist es Lemmy? Wir wechseln den immer mit jetzt Lemmy. So. Ja, kurz umgetaucht. Ich habe Fireflower verloren. Ach, wow. Du auch. Ja, bei mir ist es normal. Aber wollte den Firekill machen, das hat aber leider nicht geklappt. Gibt jetzt auch kein Backup mehr für die Fireflower, leider. Jetzt ist die ganze Welt 2 langsam. Also eigentlich bei mir wie immer. Aber Turani, du hältst dich wacker, du bist noch vorne. Ich den Feldstart, ich hab den Feldstart. Darf ich fragen, was das war? War das irgendeine Mannep oder sowas? Ja, ich will eigentlich gerne früh drücken, ich habe aber nicht zugehört. Naja, passiert, ne? Wer hört mir schon zu? Turanin leider. Spaßiges Level auf jeden Fall. Ja, die Notenblöcke, die sind so ein bisschen komisch. Wenn man drauf landet. Hey, nochmal zu den Cards, genau, man macht dann immer so einen kleinen Turnback. Ich meine, es gibt ja auch manche Stages, wo du gar nicht die Möglichkeit hast, mit vollem P-Speed reinzurennen. Ist das richtig so, wenn du aus einer Pipe kommst zum Beispiel vorher? Ja, die meisten doch. Die Level, die bieten das dann doch an. Ja, da kann man nur von Glück sagen, dass es wirklich so leicht funktioniert und man sich da nicht irgendwie ein Bein ausreißen muss, um das zu verhindern. Oh, der Turanin, der hat das P-Speed behalten und jetzt habe ich dich gejinxed, es tut mir jetzt leid. Ja, man kann, der Slide-Speed ist ein bisschen schneller als der P-Speed. Nee, ich habe mir den Pilz geholt. Achso, es sah aber sehr schnell aus. Und das ist jetzt eben wieder eins dieser, es ist dieser Zwischencastles mit diesem Bum-Bum-Typen, den wir beim letzten Mal geskippt haben. Der bekommt immer so, ich sag jetzt mal so kleine Upgrades von Welt zu Welt, aber das ist halt eben dieser Wegwerfgegner, den man auch heutzutage noch in jedem Mario Bros. Hat. Wegwerfgegner? Ja, wirklich. Was soll ich sagen? Das ist halt einfach ein Billo Cooper-Link, ne? Der hat's einfach nicht geschafft. Er hat den Recall knapp verpasst. Jetzt muss er hier Klinken putzen und ja, man sieht's ja. Es wird auch nicht groß spannender werden. Manchmal ist ein Laufband auf dem Boden oder irgendwie sowas, aber im Prinzip ist der Fight immer dreimal draufspringen und das war's. In Welt 7 gibt's einen, den sieht man nicht. Der kann auch rutschen und das ist gruselig, wenn man ein kleiner Mario ist, weil er einfach nicht reinrutschen kann. So, den sehen wir aber nicht. Turanin gut geklärt. Das ist auch in der Regel sowas, wovon man in den meisten Kämpfen nicht so viel an. Oh, ich bin in den Block reingeklippt. Oh. Schieß! Sag mal. Ja, man sieht. Turanin, der Abgeklärte, er hat alles unter Kontrolle. Und Rako einfach sehr nervös. Er lässt sich einfach zu sehr davon beeinflussen, dass Turanin ihm dicht auf den Fersen ist. Das ist der 0,0. Ich find's gut, wenn es so wirkt, also. Ja, da lieber warten, ne? Das ist. Naja. So, den Hammerbruder, den ich will, der ist oben rechts. Aber ich nehme auch beide. Jetzt könntest du mir so noch den dritten auch noch mitnehmen. Ja, hinten den, genau. Damit ich gar keinen Hammer mehr hab. So, ich glaube, die Sonne, das ist so gefühlt das bekannteste Sprite aus dem ganzen Spiel. Ich glaube, die kennt jeder. Selbst Leute, die dieses Spiel noch nie gesehen haben. So, der wichtige Bro hier ist der, der nach links guckt, wenn er aufhört, sich zu bewegen. Das ist der hier, weil der den Hammer hat, zum Skippen. Nice. Ist auch gut, ne? Hast du mir doch vorhin noch erzählt, irgendwie, das wurde vor 3 Jahren erst rausgefunden. Genau, das haben wir erst vor 3 Jahren herausgefunden in der Community. Das gibt's eigentlich gar nicht, ne? Dass das abhängig davon ist, wo der Bro hinguckt, nachdem er sich bewegt. Ist abhängig, welches Item drin ist. Ja, oft ist es in solchen Spielen ja auch frame-based, aber Gott sei Dank nicht, ne? Das wäre nicht so. Ne, die haben alle ihre fixe Position. Ja. Aber guck mal, der Turanin, der hatte ich gleich. Ja, ja. Ich will aber trotzdem. No pressure natürlich, ne? Nimm aber trotzdem den anderen mit für Welt 4. Was? Siehst du, da kann der Turanin dann aufholen. Ne, ich nehme grundsätzlich eher das mit, also. Ja, ja. Dann kann der Turanin nicht aufholen, aber. Hey. Bisschen zu langsam. P-Speed behalten. Ich muss ja sagen, wenn man dieses Game nicht unbedingt gewohnt ist, also kein Runner von dem Game ist, muss ich ja sagen. Dieser P-Meter ist sehr gewöhnungsbedürftig. Ja, der füllt sich auch nur alle so und so viele Frames auf. Und wenn es leckt, füllt er sich auch nicht auf. Ja, er läuft weg. Dann nehme ich ihn nicht mit.
So, und das ist König Nummer 2. Erzähl das doch mal mit dem Rutschen. Mit dem Rutschen? Ja, als du das Casual gespielt hast. Dass das Spiel sich für sich so anfühlt, ja, als ob man Eisphysics hätte. Es ist wirklich. Also ich finde, wenn man das nicht gewohnt ist mit dieser Pi-Mechanik, es fühlt sich einfach an, als würdest du die ganze Zeit Ice-Stages spielen. Und das Schlimmste ist, es gibt noch eine Eiswelt in dem Spiel. Aber es fühlt sich leider nicht normal an. Es ist halt noch mehr Eis. Wir hätten jetzt Zeit auch für eine Spende. Habt ihr Zeit für eine Donation? Ja, klar. Eine Donation von Klotzkopf at CrazyZocker ist ein super Commentary. Kutschi, Kutschi, Kuh, mein kleiner Junge. Onkel Klotzkopf ist stolz auf dich. 2 €. Vielen lieben Dank. Ja, CrazyZocker. Ich weiß nicht, was das zu bedeuten hat, wer das sein soll. Das ist, das kann ich noch dazu sagen, ich werde es zwar nicht machen, aber anhand der Bewegung der Hammer Bros und wie viel Zeit man dann braucht, um in das Airship zu gelangen, verändert sich das Boss-Pattern am Ende. Und das kann man dann manipulieren, indem man am Ende noch ein bisschen wartet, um ein leichteres Pattern zu kriegen. Das werde ich in Welt 5 versuchen, wenn meine Wolke da in dem richtigen Slot ist. Aber es ist mir jetzt für einen Marathon alles ein bisschen zu gefährlich, das zu machen. Ja. Worüber wir auch noch nicht geredet haben, das ist einfach nur so als Side-Note, das werden wir hier in diesem Run höchstwahrscheinlich nicht sehen, aber wenn man Game Over geht, dann werden alle diese Stages, die man geklärt hat, wieder umgedreht. Es gibt nur diese Overworld-Sachen wie Felsen, die du kaputt machen kannst und so, die bleiben, glaube ich, geklärt, ne? Wenn du Game Over gehst. Oh, ich hab den Frame Perfect. Den Sprung da am Anfang. Er spart ein bisschen Zeit, dass man nicht es gesehen. Du weißt, was das bedeutet, ne? Der wirklich wichtige Frame Perfect später, den wirst du nicht kriegen. First Try. Der Turanin schon. Ist eigentlich so ein Meme, dass ich mich dann mal drüber lustig mache und den dann First Try kriege, den Sprung, aber ich weiß es noch nicht. Naja. Was soll man da dagegen machen, ne? Also ich hab 22 Münzen, Turanin. Das müsst ihr erklären, da tut mir leid, da bin ich unbefangen, da bin ich außenstehender. Ich muss mich jetzt erst konzentrieren. Ja, das war die schwerste Peace-Bit-Strat in dem Spiel. Clean. Ich würde jetzt klatschen, wenn. Bei Turanin ist das was Besonderes, wenn er das schafft. Ich gehe nicht dafür. Boah, er geht nicht dafür. Noch nicht mal gelandet. Nein, so. Nicht schlecht. Sehr gut sogar. Ja, auf jeden Fall, wenn man so einen Coin-Count hat wie 11, 22, 33, 44 und der 10er-Digit, was mache ich hier? Der 10er-Digit, dieselbe Zahl ist, dann wird einer der Hammerbrüder, nicht in jeder Welt, aber in den meisten Welten, wird zu einem Coin-Chip. Und das Coin-Chip ist ein eine Minute langer Autoscroller. Was mache ich hier gerade? Darf nichts erklären, Stu. Ja, das ist die Strat. Ich spreche ihn los. Entschuldigung, aber wir wollen, dass es spannend bleibt. Ja, sorry, Rako, aber du bist erfahrene Runner. Wir sind für den Content hier. Soll ich dich daran erinnern, warum wir hier sind? Nein, natürlich, wir wollen einfach nur, dass beide... Und ich habe im Optimalfall natürlich PBien, aber so leicht ist das ja. Ich muss eben sagen, der Bro, der da gerade rechts ist, der läuft gerne mal oben rechts weg und dann ist die Brücke zu. Und dann muss man sich sterben lassen. Und mit allen Backups und drum und dran verliert das eine Minute. Und wie es aussieht, habe ich Glück, dass er nicht wegläuft. Wo ist er bei dir? Der wegläuft, der Runaway Bro. Ich glaube, der hängt noch relativ rechts. Der da bei dem Wasser. Jetzt geht er hoch. Ja, ich laufe ihm besser hinterher. Oh. Ah, ne, der kommt wieder zurück. Sehr gut. Jetzt wäre interessant zu fragen, das ist jetzt keine Strat, um dich abzulenken, sondern wirklich allgemein. Gibt es so Stage-Gabelungen, wo du wirklich frei entscheiden könntest, weil die ähnlich lang sind, oder ist es wirklich immer sehr eindeutig? Wir haben eine Route-Change in Welt 7, weil ich ein Spiele, was schwerer ist, aber ja, schneller. Und Tura spielt quasi das Einfachere. Aber das es ist halt langsamer. Ja, aber es ist eigentlich ganz cool, gerade wenn man jetzt kein Veteran ist oder so in dem Run. Das ist aber, glaube ich, ein 12-Sekunden Unterschied tatsächlich. Wir wollen einfach mehr Content bieten. Ja, der kann weglaufen. Der Turanin, der denkt auch an den Content. Aber ansonsten
Autoscroller werden geskippt. Ein Fort in Welt 4 nachher, was einfach nur schwer ist, deswegen skippt man das. So, und wenn ich jetzt hier gefressen werde, glaube ich, jinx mich jetzt nicht, dann habe ich so ein großes Problem, weil ich dann Autoscroller spielen muss und nochmal sterben muss, um über die Brücke drüber zu kommen. Bin ich jetzt zum Glück nicht. Aber es gibt noch genug Sachen, was der Turanin, wie der Turanin aufholen kann. Ja, ich brauche nur in einem Airship sterben. Siehst du mal. Wie ist das längste? 2 Minuten oder so? Welt 4. Das war ja, was du zu tun hast. Sage ich jetzt mal so ganz vorsichtig. H. Es würde noch eine Donation geben. Ja. Na klar. Und zwar von Crazy Zocker. Hallo Leute, ich habe euch hier ein cooles Best-of-Video von Geilkind zusammengestellt, weil er einfach der geilste ist. Der coolste und lustigste und so. Viel Spaß beim Anschauen, euer Crazy Zocker. Bei Gott. Warum bist du denn so rot? Ich glaube, das ist meine dunkle YouTube-Vergangenheit. Das tut nichts zur Sache. Der Turanin ist auf einem guten Weg, den Rako hier in die Pfanne zu hauen. Das ist das Ziel. Wieso nicht? Ich kenne leider meine Splits nicht auswendig, deswegen kann ich nicht einschätzen. Ja, der Lag, diese Eisblöcke, die man da mitnehmen kann, die verursachen so viel Lag, dass man damit Gegner despawnen kann. Das wird auch nachher in Welt 6 wird das einmal gemacht. Welches war das kürzeste, also kürzeste von der Distanz her Airship? Habt ihr 4. Das längste halt. Ja, das längste also, von der Zeit her. Weil der so hin und her scrollt die ganze Zeit, nicht einfach nur von links nach rechts im Prinzip. Da kann man drin hängen bleiben in dem Ding, aber man kann wieder rausspringen. Das ist ganz... Das ist kurz gedacht, ne? Naja. Was man noch dazu sagen muss, der Turanin hat ja sogar ein wirkliches Handicap. Das haben wir noch gar nicht gesagt, der Turanin. Wie war das nochmal? Der spielt auf jeden Fall auf einem anderen Setup und hier von der Konsole oder was war das? Oder eine andere Version? Ja, der Turanin hat eine HDMI gemoddete NES, beziehungsweise Famicom. Und der alte HDMI-Chip-Mod, der läuft 0,0 sonst was Frames langsamer. Das heißt, Turanin verliert innerhalb von einer Stunde 8 Sekunden. Ich bescheiß mich eigentlich. Ne? Ich bescheiß mich eigentlich selber, also. Naja. Im Endeffekt, wir wissen alle, selbst wenn die Time dann am Ende gestoppt wird, wenn Turanin nur 7 Sekunden hinterm Rako finisht, wissen wir alle, dass der Turanin der König hier ist. Das können wir gerne. Gab ich schon zu ihm gesagt, das haben wir schon so gemacht. Ja, okay. Gut. Aber du hast die Konfetti-Kanone dabei. Nur, ich glaube, wenn es so weit kommt, lief einiges schief bei irgendeinem von uns beiden. Ja, oder sehr gut, mehr, oder? Bei dir, ne? Man muss dazu sagen, ich glaube, Rako hat erst vor kurzem in einem Practice Race einfach mal so casually people. Das war das Weekly. Wir haben jeden Samstag in der SMB3 Community ein Weekly Race. Und ich wollte gar nicht dran teilnehmen, aber der Turanin hat mich so ein bisschen dazu genötigt. Und dann habe ich um 13 Sekunden oder so PB'd. Ups. Ich sag ja, ich schad mir selber die ganze Zeit, also. Das ist also, da hat der Turanin schön hier reinbaiten lassen in die Geschichte. Das ne? ist ganz komisch, wenn ich eine Practice-Session mache, also kein Practice, eine richtige Session mache, dann PB ich nie, aber dann, wenn ich die raste, dann. Naja, wir kennen es alle, glaube ich, ne? Irgendwie ist es. Na, da habe ich gerade den Despawn versaut. Eigentlich despawnt man da die Piranha Plant, aber ich bin ein bisschen zu weit gesprungen. Ich glaube, das war auch meine Lieblingswelt in dem Game. Weil das einfach irgendwie ein geiles Gimmick ist. Ja, den Kollegen, das ist der einzige Bro, den ich hier haben will. Aber ich habe dadurch, dass ich die Box nicht habe, kann das sein, dass ich noch ganz andere mitnehme. Wir bleiben gespannt. Du musst mir erklären. Was hast du jetzt so? Du Räuber. Wir haben ziemlich nice einen Coin-Count. Boah, die Fische. Im Turanin ist gerade Krieg auf dem Screen.
und das auf die Wolke, ne? Die ominöse. Mit der, es gibt ja allgemein viele Items, die man auf der Overworld benutzen kann, zum Beispiel auch sowas, um diese Felsen wegzumachen. Und das, und diese Musikblöcke und so, habt ihr, glaube ich, auch schon was bekommen? Box. Genau. Ich keine, er hat die eingesammelt. Achso, Turin war das, genau. Die hätte ich jetzt ganz gerne auch. Und manche haben halt eben einen Effekt auf die Overworld und diese Wolke kann man zum Beispiel benutzen, um einmalig ein Level zu skippen und einfach drüber zu fliegen. Das wäre dann nur schlimm, wenn du das Level failst, glaube ich, danach. Fliegst du dann zurück auf das letzte geklärte Level? Ich habe nie nicht zugehört. Das Level ist erzähl das einfach. Level ist auch schwer. Sehr guter Freund, der Rakor. Wenn ihr den kennenlernen wollt, schreibt ihn gerne mal an. Der hört euch gut zu. Das ist eine Frage. Jetzt habe ich Zeit. Wenn du mit der Wolke eine Stage skippst und dann in der darauffolgenden Stage fliegst du auf das letzt geklärte Level. Genau, das heißt, das wäre da dann sehr, sehr problematisch. Dann müssten sie das Level spielen und logischerweise skippen wir dann halt eher Autoscroller als irgendwelche anderen Stages, weil Autoscroller ist natürlich das einzige wirklich zeitfressende sind in so einem Plattformer. Ich hoffe, er läuft jetzt weg. Ich hoffe, er kommt nicht wieder. Tura kann nicht skippen, weil er halt die Musikbox eingesammelt hat. Oh. Ja, die habe ich jetzt auch schon aktiviert. Ja. Damit ich immer so. Beziehungsweise, wenn er Glück hat, kann er die skippen. Ich habe leider jetzt schon extra Sterne, die ich nicht brauche, eingesammelt. Und wenn ich den Pewing einsammle, dann gibt es auch keinen Sprung in 6-9. Ich bin ja sehr froh, dass ihr Warpless spielt, wenigstens. Weil, also ich muss ja sagen, ich persönlich finde ja den Any% Run, hast du halt fast nur Autoscroller, ne? Außer Welt 1. Es gibt keinen Sprung bei mir, Turanin. Das ist ein Tunnel. Ich habe jetzt einen extra P-Ring und einen extra Stern, den ich nicht brauche, aber. Ach, alles mitgenommen. Jetzt halt. Hast du alles mitgenommen? Hm? Ja, musste ich ja, ich habe ja keine Box. Tja. So, Turanin ist nur eine Stage behind, das heißt, es ist immer noch ziemlich close. Es gibt eine Donation. Ja, ja. Passt, super. Erneut von Crazy Zocker. Ich freue mich auf das allabendliche Trampolinspringen mit den anderen Strugglern. 10,23 Euro, danke für deine Spende. Wie lieb dich, so ist das, ja. Vielen Dank, da kann man auch ruhig mal klatschen für die Spenden. Und wir haben einen neuen Spendenstand von 1.800 Euro erreicht. Einen großen Applaus. Rakor, klatsch doch mal. Ja, okay. Klatsch doch mal ausgiebig. Ich habe ja 2 Minuten Zeit. Ja, das ist das längste und langweiligste Level in dem ganzen Spiel. Das ist 4 Minuten lang. Und wie wir heute schon gesagt haben, von der tatsächlichen Länge her das kürzeste. Warum auch immer der so ausgiebig hin und her scrollt, es passiert ja nicht mal so viel. Das ist gar nichts. Du hast 2 Wege, aber das war es halt eigentlich auch. Gehen wir heute Abend wieder Trampolin springen, Rakor? Müssen wir über die wichtigen Dinge des Lebens reden? Ja. Also wenn so ein Autoscroller wenigstens schwer wäre, ne? Wobei ich sagen muss, die in Welt 8, die sind tatsächlich sogar gar nicht so leicht, finde ich. Da gibt's ja diesen einen, der super schnell ist, nach den Händen, ne? Air Force. Ja, ja, genau den. Ja, RNG, genau, jetzt gerade, wo du Hände gesagt hast. Ja. Also für ein 2D-Mario hat SMB3 tatsächlich ziemlich viel RNG, wie ihr gerade schon gesehen habt, die Hammer Bros, die gut Zeit kosten. Und am Ende die Hände, die pro Hand so 20 Sekunden kosten. Ja. Und ja, der Wonderable Bro in Welt 3, der ist zum Glück bei keinem von uns beiden weggerannt. Ich will die ganze Zeit splitten und guck die ganze Zeit dahin. Solange du nicht den Tisch zerhaust, ist alles cool. Außer den Resetten, oder? Was habt ihr eigentlich jetzt mal für den ganz unwahrscheinlichen Fall, dass jemand von euch aus Versehen die Flöte benutzt zum Warpen? Quittet derjenige dann einfach aus Ehre oder was passiert? Nein, wir holen uns beide Warp Whistles und whistlen uns in die Welt, wo wir gewhistelt haben. Geht das? Klar. Achso, okay. Ja, gut zu wissen. Hab ich dir gesagt. Ja, irgendwann mitten in der Nacht. Ja, toll.
Du glaubst, dass ich da aufnahmefähig bin, oder wie? Nee. So, Welt 5. Im ersten Blick eine sehr kurze Welt, ne? Wenn da nicht der andere Part noch wäre. Genau, eine Welt, die aus zwei Teilen besteht. Ja. Aber sowas finde ich zumindest ganz cool, dass sie das gemacht haben. So ein Fireflower? Ja. Welt 4 bleibt die beste Welt. Komm, durch so eine tolle Pipe-Transition, die gar kein Level ist, sondern eine Pipe-Transition ist und die sau schwer ist. Ja, hier, das Level hier. 5-2. Das hat zwei Wege. Einmal oben rum, einmal unten rum. Unten rum ist sau schwer. Oben rum, wenn man halt nicht runterfällt, relativ leicht. Das werdet ihr jetzt bei uns beiden sehen, falls ich Turanin jetzt nicht gejinxt hab. Nein, der Turanin, der macht das easy. Oh. P-Speed verloren, alles klar. Ja, wie gesagt, Drago, deine BB ist 4 Minuten besser. Eigentlich musst du 4 Minuten vor ihm finishen. Ja, das ist die Regel, ne? Ja, eigentlich schon, ne? So funktioniert das auch. Da mache ich noch relativ nah beieinander. Also. Ja. Die trollen auch gerade schon wieder rum. Ein Movement sind 0,5 Sekunden. Die laufen gerne. Gibt's eine Limitation, wie lange die laufen? Nee, können? Unendlich. Weil ich meine, ich kann mich an irgendeinen Clip von oh, ich glaube 63 oder sowas. Oder so. Also es ist absurd. Wo der da ewig gesessen und gewartet hat, weil die einfach immer weiter rumgehen. Ja, das ist aber nochmal getoppt worden. Da werden über 60 in Welt 6. Da rumrotiert. Und 30 Sekunden. Also das ist... Sie können schwer rumtrollen. So, die will ich nicht haben. Jetzt kommt diese tolle Pipe-Transition. Schade. Peace-Speed nicht behalten. Ich hoffe, ich krieg's jetzt sofort wieder, sonst... Die Blume weg. Die Blume ist weg. Das ist ein sehr besonderes Level. Man hat es auf der Map schon gesehen. Das ist eher so ein Kringel. Der sieht man auch innerhalb des Levels. Der führt einen quasi immer weiter auf. Und dann wird man am Ende überraschenderweise nicht irgendwie am Ende der Welt ankommen oder sowas, sondern an einer anderen Ebene. Die Cloud-Welt quasi, ne? Was hier in der Welt auch so total doof ist, wenn du in dem Airship stirbst, kann es sein, dass das wieder runterfliegt. Und dann, also gut, runter ist die Prep Transition nicht dieselbe, sondern du fällst einfach nur. Aber es ist trotzdem nervig, das verliert echt eine Menge Zeit. Ja. Ich meine, glücklicherweise sind die jetzt ja nicht so schwer, die Luftschiffe. Ne? Nö, wenn man weiß, was man machen muss. Und das ist auch so eine Regel in den Autoscrollern, meiste Zeit, wenn du einfach rechts am Screenende bist. Dann passiert eigentlich meistens gar nichts. Marco, im Chat wird auch schon geschrieben, dass behauptet wurde, du wärst safe 5 Minuten schneller als der Dass ich so cocky Was war sagen schon Sie wieder, dazu, ne? Zu diesem Statement. Ja, ich hab vorhin ein bisschen Trash-Talk betrieben. Ich hab das tatsächlich gesagt. Bisschen cocky. Also deswegen wird der Turanin jetzt einen neuen Skip finden. Und dich vernichten. Weil Cockiness wird hier nicht unterstützt. Nee. So, hier kann ich jetzt leider keine P-Speed-Strat mehr machen, weil ich die Fireflower vorhin verloren habe. Spiel ich es halt so. Ich hätte jetzt fast einen Coin-Chip gekriegt, aber dadurch, dass ich da jetzt noch zwei Münzen Kannst du ja gerne noch mal genauer ausführen. Indem du es zeigst, so meine ich das. Das wäre jetzt hier egal gewesen, der unten wäre zum Coinship geworden. So ein Geräusch gegeben. Naja, ich würde. Ja, egal. So, das ist mein absolutes Hasslevel. Werdet gleich sehen, warum. Ja, Physik existiert hier halt nicht. Ei. So, jetzt zeige ich euch mal was Bescheuertes. Man kann hier in die Röhre rein. What? Und wenn du da die ganze Zeit hochspringst, bist du irgendwann tot. Dann bist du eingequetscht. War das jetzt ein Wong-Warp quasi, oder was? Nee, das ist so eine Glitch-Pipe. Die Pipes kannst du von... Jede Röhre kannst du von unten und von oben betreten. Und da kannst du halt rechts so an die Seite. Das ist ganz seltsam. So funktioniert auch der Any%-Run mit dieser Glitch-Pipe.
Warum hattet ihr jetzt die Hammer Bros eben gemacht? Was haben die euch gedroppt? Wofür war das? Die habe ich nicht gemacht. Den einen habe ich gemacht, oben. Den? Der hat eine Music Box für Welt 7, für die Pflanze am Ende. Bist du nicht eben... Ja, ist egal. Nee, die unten, hast du die unten gemacht? Nee. Nee, oben den meine ich ja. Ja, der hat die Music Box. Achso, für die Music Box. Ah ja, gut. Wisst ihr mal, wie gut ich aufpasse. So, jetzt hat er die... Oh. Stage 9 geskippt. Ich habe das Movement nicht gehört. Ich guck mal. Ich versuche jetzt immer meine Nippe am Ende zu machen für einen Boss, für einen Firekill, aber ich weiß nicht, wie viele. Turanin, I got your back. Das ist alles Strategie. Ja, der Boss hier ist ziemlich gruselig, der Roy. Jetzt muss ich mal gucken. Ah, ich habe den Kacke-Block gekriegt. Der Block hier, wenn man den im ersten Frame trifft, wenn er im Screen ist, kann der silber oder braun werden. Gibt auch eine Kategorie, die heißt Poop-Block-Percent. Das spielst du halt bis hierhin und dann, wenn der braun, wenn der Block braun wird, ist Time. Ey, wenn ich von solchen Kategorien wieder höre, ne? Ja, echt. Schon ein bisschen witzig. Und das ist richtig optimiert worden, schon wieder dann, direkt danach. Echt, ich sag dazu nichts. Wir haben ein klasse Meme-Board, das sind richtig tolle Runs. Guten SRC Category Extension. Immer gern gesehen. Na, wenn dir halt sonst nichts mehr einfällt zum Main Game, ja, dann schaut ihm sowas aus. Oh, also, ich habe einen Tipp tatsächlich für jeden, der sein Game nicht mehr sehen kann: einfach mal ein neues suchen. So, das wäre jetzt mein Tipp an der Stelle. Aber... Oh, war richtig. Nice. Man muss nichts machen, man steht und. Easy Kill. Oh, der Turanin hat den silbernen Block gekriegt. Ja, perfekte Showcase. Ich sag ja, wir zeigen dir einfach den kompletten Umfang von dem Game. Ja. Du darfst schon gar die anderen extra Level spielen. Ist ja dann Hando Race. Können wir auch nicht mit Hando spielen. Mag Hando nicht. Ja, Welt 6. Überspringe ich jetzt die ersten drei Level. Komm hier raus, benutze einen Hammer. So. Habe ich da gerade schon mal geguckt, welcher Bro da wo ist. Der gerade on screen war am Ende, den will ich nicht haben. Wenn ich ihn kriege, aber dann ist das so. Jetzt kommt hier ein Intentional Damage Boost, weil es einfach schneller ist. Und weil ich im nächsten Level klein sein möchte. So, wenn ich jetzt hier schnell genug bin und mit dem Stern in den Bum-Bum reinspringe, dann gibt es einen Overkill. Und der Orb spawnt verkehrt herum in der Mitte des Raumes. Weißt du, als hätte er es nicht eh schon schwer genug. Muss er auch noch mit dem Stern. Der Boom Boom, ne? Ne? Wirklich. Ich wusste es. Rummel! Ich hab im Practice echt gedacht, oh, beim Race spring ich bestimmt gegen den Block da. Die meisten Runner machen hier P-Speed und springen oben rum. Ich mag das nicht. Den Turanin, der wird das jetzt schamlos ausnutzen und aufrollen. Was sagst du denn dazu? Ja, schon jetzt. Ja. Aber der Turanin, der macht das. Ne, wer am Anfang solche Sprüche klopft, ne? Mhm. So, das ist genau der Bro, den ich haben wollte. Eine Wolke. Okay, den wollte ich nicht haben. Jetzt habe ich zwei Sterne, die ich nicht brauche. Ist da auch nicht irgendwas Sinnvolles, wie man die benutzen kann? Na, 8F minimal in dem Fort in Welt 8. So, jetzt kommt was Interessantes. Jetzt machen wir hier einen Despawn, in dem wir ganz viel Lecker zeugen. Verkillen wir den, springen hier rein, nehmen den Block hier mit. Oh, fliegen dann hier hoch, vielleicht... Oh, es kann sein, dass ich jetzt versaut habe. Ja, ich habe es versaut.
Ah ne, der Nippers hätte jetzt despawnen müssen. Ich hoffe, der Turan ihn kriegt. Das ist auch ein sehr eigenartiges Level. Ich glaube, das ist somit das einzige Level in dem Game, was so richtig puzzleartig aufgebaut ist. Ja, du kannst auch nur da raus. Du musst da hochfliegen. Ja, er hat den despawn gekriegt. Sauber. Turanin! Turanin! Wenn du mal was verkackst, muss ich ja wenigstens nachholen, ne? Ja, jetzt nehme ich hier meinen Hammersuit mit, um es mir ganz, ganz am Ende leichter zu machen. Guck mal, selbst Veni ist auf deiner Seite, Turanin. Du machst das. Klar. Bin ja auch auf Turanins Seite. Die Sterne stehen alle richtig. Das klang aber vorhin ein bisschen anders, Rako. Gönn dir das, ja. Ich muss sagen, ich glaube, so nah beieinander war ich noch nie. Nee. Im ganzen Zerstörsitz, also. Aber wenn ich auf den Timer gucke, ich bin gut in der Zeit. Ich glaube, bei dir, du hast ganz sämtliche Goldsplits gekriegt. Toll. Natürlich dann, wenn man keine Splits laufen hat, ne? So, Retime. Vielleicht sehen wir das ja bald auf speedrun.com, dieses Video hier. Ist ja egal. Ja, man weiß es nicht. Ich habe ja, weil ich so schlau war, auch 2 Sekunden später gestartet. Die reißen es raus, Mann. Ja, warum machst du auch sowas? Also. So. Du musst den Sprung machen, ne? Oh. Was war das jetzt? Eieiei. Ich hab keine Ahnung, was du da gerade tust, aber ich guck, Quatsch, mach ich. Dass das da gut läuft. Aber ihr habt intentional den. Nee, ich mach es ja nicht. Abgegeben. Aber warum? Weil ich den extra P-Ring habe aus Welt 4. Ich kann drüber fliegen. Ich muss ihn jetzt leider nicht machen. Das werden wir niemals herausfinden, ob ich es hingekriegt hätte. Der Turani muss es aber, glaube ich, machen. Ja. Hier gibt es so einen tollen Frame-Perfect-Jump an der Wand. Ich freue mich. Den ich eigentlich ganz gerne mache, aber dadurch, dass ich die Box in Welt 2 nicht gut gekriegt habe und die auf dem Weg lag. Der Rakor für immer God RNG, ne? Einmal God RNG, immer God RNG. Dafür kann ich was anderes zeigen am Airship, wenn ich Glück habe. Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass noch keiner von euch dreimal dasselbe Symbol gekriegt hat am Ende. Die Fanfare. Einfach nur so nicht. Zum zeigen. Ja, nicht du. Der Rakor. Ah. Ja, der Turanin versucht jetzt einen Frame-Perfect-Trick. Von der Wand abzuspringen. Zu früh. Ja. Da, aber. Genau, das war ja. Das finde ich jetzt sehr ärgerlich, dass der Rakor diesen P-Win Ring hatte, aber. So roundabout gefragt, wie viel spart das, wenn man das First Try kriegt, gegenüber dem normalen Weg? Ist er sogar schnell. Ach, das Level ist mega lang. Hey? Ja. Komm, Mario, jetzt mach. Jetzt geh da rein. Das war ein bisschen RNG. Aber der Turanin springt für meinen Geschmack auch ein bisschen zu früh. Turanin weiß genau, was er tut. Ja. Ja, da hat er es geschafft. Der Rakor das Klatschen hättest du auch kriegen können, wenn du es auch normal gemacht hättest. Ich find's auch geil, wie die Luftschiffe einfach designt sind. Das macht von vorne bis hinten keinen Sinn, wie die aufgebaut sind. Ich glaube, das Tiny, das fliegt auch, ne? Ach nee, da ist eine Kette, natürlich. So, jetzt will ich auf gar keinen Fall den Pilz verlieren. So, jetzt versuche ich hier eine Manip. Ich weiß nicht, ob ich es hinkriege. Sieht schlecht aus. Ja, man muss Abstriche machen. Walter Durani. Dieses Level, ne? Ich weiß nicht, ob das nimmt so langsam den Platz vom Hasslevel ein. Also mega knapp, das gibt's ja gar nicht. Hatten wir noch nie. Ja gut, und dann aber nur berechnet, ne?
dass ich ja gerade im 6-9 normal spielen musst. Mhm. So. Also die Welt ist super weird. Schlechter Subpixel. Ah, Third Try. Nice. Kannst du uns erklären, warum das funktioniert? Ich weiß nicht, warum das funktioniert. Auf jeden Fall kann man an jede, man kann eigentlich in jeder Ecke in Mario kann man klippen. Und da besonders gut. Standing, also es gibt von 0 bis 16 gibt Subpixel und du möchtest 15 auf 15 oder 14 sein, um im Stehen da durchzuklippen. Und einen niedrigen haben, wenn du einen Duckjump machst und da durchklippen möchtest. Ist auch Frame Perfect. Ja, und dann klippt man halt gerne da durch. Es gibt noch viel, viel mehr. Oh. Ah, Tura, ja. Da ist es! Ja, das gute 7-2, bitte. The Pit of Shame, ne? Mein persönliches Hasslevel. Genau, und dann klippt man da durch und spart sich echt ein langes Level. Das ist auch relativ schwer. Aber hier habe ich jetzt gerade eine Menge Zeit verloren, weil ich falsch gesprungen bin. Das ist auch einfach wieder so dieses richtig hässlich designte, ey, wir sind in Welt 7 Level, wir haben keine Ideen mehr, was machen wir? Einfach Röhren, Röhren, alles voll mit Röhren. Das ist ja auch Pipe Island, Röhren Island. Aber das hatte ich bei Welt 7 immer das Gefühl, die meisten Stages sind einfach nur komisch in Welt 7. Auch dieser komische Mancha-Run da am Ende mit dem Stern. Heißen die Mancha? Wie heißen die, diese weißen... Nipper. Nipper. Mancha heißen nur die in Mario World, ne? Mancha sind doch diese Schwarzen, oder? Die Schwarzen. Die sind wir auch noch mit Wissen flexen. Die Mancha kommen noch. Nee, die Mancha kommen noch in dem Level, was Turanin spielt. Frag mich nie nach Gegnern nach. Also siehst du, dann meine ich doch das Richtige. Ja, gut. Stimmt, du rennst mit dem Stern da drüber und so. Ne? Und das ist der ominöse Wasser-Autoscroller, ne? Alle lieben ihn. Wasserlevel, der absolute Highlight. Da, weg da. Genauso wie Autoscroller. Und beides zusammen vereint, das ist das perfekte Level. So, in der SMB3-Community ist die Welt 7 auch als Item Waste Island bekannt. Weil man halt einfach alle Items raushaut. Also auch wieder so ein Rätsel-Level. Das ist mega lang. Da gibt es ganz viele Räume hier in dem Fort. Aber wenn man einfach mit dem P-Ring da hochfliegt, ist man direkt am Ende. Oh Gott, das ist ein nerviger Sound. Ja, und ein Soundteil geht auch flöten wegen diesem. So, hier kann man auch klippen, oder? Man fliegt drüber, genau. Und in 7.1 kann man nicht drüber fliegen. Aber hier schon. Ah, Turanin hat auch wieder versucht, dieses, was Rako gemacht hat, den Peace Week zu kriegen mit dem Stern. Naja, da war ein Bäcker weg. Könnte. Und dann springt er halt einfach nicht. So. Jetzt kommt das Level, was Turanin nicht spielt. Oh, ich erinnere mich sogar an das Level. Das kann nichts Gutes heißen. Nee, ich hab's auch versaut. Ich spiel's dann doch nochmal. Ah, Turanin ist auch. Mit Ansage vorhin, ne? Wir haben vorhin drüber geredet. So, wenn ich jetzt zu Hause wäre, auf PBPace würde ich das fortspielen und nicht hier 7-9, weil das deutlich schneller ist, aber wenn ich jetzt die Wolke benutze über 7-9 und ich in dem Fort sterbe, dann ist die Wolke weg und ich darf beide Level spielen. Haben auch gerade wieder schön den Leck gesehen. Hier könnte man klippen, aber dadurch, dass ich klein bin, kann man da jetzt nicht klippen. So, genau, jetzt benutze ich die Music Box und die Wolke. Wie sollte es noch anders sein in der Welt? Das ist natürlich eine Piranha-Pflanze. Eine King.
Das ist eine gelbe Piranha-Pflanze. Gelbe. Der ganze Chat ist voll mit Crazy Soccer. Tja. Du bist berühmt. Sagen. Es geht hier um den Rag und den Turan, die sich das epischste Battle der Geschichte liefern gerade, ja? Möchte ich nur noch mal das erinnern. Das erste deutschsprachige Mario Brothers 3 Race. Ist es? Echt? Ja, klar. Was? Es gibt doch keine deutschen Runner. Das hätte ich jetzt mit Turanin sind es 4. Echt jetzt? Ja. Okay. Wir haben mal Koop gemacht mit Yatokami beim Online-ZFM, aber Race gibt ja nichts. Wundert einen eigentlich schon, ne? Das ist ja jetzt kein kleines Leaderboard, ne? Das ist in Amerika total beliebt und in Schweden, aber in Deutschland ist nicht. Also Leute, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Einmal Leaderboard übernehmen, ne? Richtig. Das mögen wir da so gerne. Das geht bestimmt ganz leicht bei Mario Bros. 3, ja. Hier dasselbe wie bei dem braunen Block vorhin. Früh getroffen und dann wird er so... Moldy Block wird der genannt, dann wird er halt so grün, gelb, türkis. Turanin ist jetzt beim Mancha Run, glaube ich, ne? Ja. Genau. Das meinte ich. Das haben später auch viele Leute in irgendwelchen Mario World Hacks versucht zu kopieren, so. Weil die Idee irgendwie ganz cool ist. Dass das Mancha das ja. Item. Ja, die benutzen ja immer Manchas in den Comics. Ja. Nein, ich meine auch diese ganze Mechanik, dass du so versuchst mit Sternen den immer weiter zu tragen. So. Ich glaube, es gibt auch ein ganzer Hack, der nur daraus besteht. Tja, und Dracor, das ist jetzt fertig mit dem Autoscroller, aber das heißt eigentlich im Prinzip gar nichts. Denn das mit den Autoscrollern wird noch so ein bisschen weitergehen, sagen wir mal. Ja, jetzt kommt. Deswegen ist No Wrong Warp auch so eine unschöne Kategorie. Du holst die beiden Warp-Whistles, Whistles nach Welt 8. Autoscroller, nee. Autoscroller, RNG, 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 Autoscroller. Richtig gut spielen, Autoscroller. Ja, machst du nix. Seid einfach ein Wikinger, ne? Alles klar. Sola. Nein. Sola. Weiß ich, ja, ich weiß nicht, ob die Namen haben. So, und das ist eben offiziell die letzte Welt. Sie haben plötzlich auch Panzer, ne? Wie soll es anders sein, ne? Für einen Bad Guy, der muss auch Panzer haben. Das ist normal. Aber auch die tollen Luftschiffe und sogar U-Boote, glaube ich, ne? Ja, spannend. ja, es ist halt hier so ein Ding. Wenn man sich rechts aufhält, passiert nichts. Schön hier. Außer jetzt gleich, da kommt jetzt irgendwann noch ein Feuer. Oh, hoppla. Ja. Das passiert sehr gerne. Könnte das jetzt mitnehmen? Hat er mit dem Autoscroller nicht aufgepasst? So wie immer, oder? Aber das kennt doch jeder Runner. Autoscroller sind mit die gefährlichsten Level, weil sie einfach dich so langweilen, dass sie dich dazu forcieren, dass du rumtrollst. Und durch dieses Rumgetrolle verlierst du dann gerne ein Power-Up oder sowas. Haben wir alles schon gesehen in ganz vielen anderen Jump'n'Runs. Alles schon gesehen. So, hier versuche ich ein bisschen D-Lag zu betreiben, weil wenn alle Bomben gleichzeitig on screen sind, dann laggt das unfassbar. Und wenn drei Stück gleichzeitig explodieren, dann verliert das auch doch ein paar Sekunden. So, hier ist jetzt ausnahmsweise kein Boom-Boom. Also da könnte man meinen, Bowser's Frontline wäre die gefährlichste, aber da sind nicht mal mehr Boom-Booms am Start. Und? Surprise! Noch ein Autoscroller. Noch ein Autoscroller. Komm, hol die Blume. Ja, ich versuch's. Brauchst du die oder ist das jetzt nur... Ich will die... Ja, wäre gut. Nicht schlecht, ey. Das ist auch... Ja, die muss man ja in Any% No Wrong Warp muss man die ja holen, sonst kann man das ja vergessen mit einer guten Zeit.
frage mich immer noch, was die Entwickler sich dabei gedacht haben. Da eine Blume. Da. Ein Pilz ist gar kein Problem, aber ja, klar, wenn eine Blume rauskommt, Ich glaube doch nur mit einem guten D-Pad. Ich hatte mal einen Controller, da konnte ich das vergessen. Ein paar Maulwürfe abknallen. So, touren ihn auch gleich in Autoscroller City. Also spannend wird's nicht mehr, glaube ich. Also. Ja, wir haben ja noch ein bisschen, noch ein paar. Sag mal, warum bist du so dicht hinter mir, Turanin? Hast du da noch heimlich doch noch? Klar, was nicht mal drücken. Ich kann dir aber nicht sagen, wie es gerade aussieht. Ich kenne meinen Split nicht. Wenn du deine nicht kennst, kenne ich meine auch recht nicht. Also. Ja. Aber beide sind ja trotzdem, muss man ja fairerweise sagen, sehr meskinell. Gott sei Dank. Ich weiß jetzt nicht, ob der Turanin möglicherweise noch auf BB-Face ist. Das werden wir jetzt zum Schluss. Boah, ich glaube, könnte sein. Ich weiß es nicht. So, jetzt kommt 50-50. Genau, jetzt kommt die große RNG-Stelle, die. Okay, den ersten 50-50 hat er gewonnen. Die kürzeste Hand. Oh, jetzt ist es nicht mehr die kürzeste Hand. Macht natürlich richtig Bock, Any% zu grinden. Nur Autoscroller und dann auf Glück hoffen. Eine Hand, direkt nochmal Autoscroller. So, dann gucken wir nochmal, 50-50 Chance. Das habe ich oft. Das ist für mich sehr gut. Ja, nur einen nicht getroffen. Kann man nicht meckern, hoffen wir. Kann man nicht meckern. Nicht die schlechte RNG dafür abgreift. Wenn rein stochastisch müsste er jetzt zweimal eine Hand bekommen. Ne? Das ist mal... Hoffen wir es nicht. Also man muss auch sagen, hätte Turanin auch den P-Ring in 6-9 gehabt, dann wenn wir jetzt hätten. So Marathon-safe, der Turanin. Ja, ja, ist er wirklich. Ja, ja. Turanin ist so... Deswegen habe ich bisher alles gegen dich verloren, du, oder? Ja. Hast du wirklich? Ja. Nee, ich bin eigentlich auch Marathon-safe, aber... Ja, das ist das Problem wahrscheinlich drin. Ja. Aber jetzt kommt ein Level, wo ich... Ne? Mhm. Ach, das ist das Level, ja. Viel Spaß. Es ist gerade eine Donation reingekommen. Na, Moment. Habt ihr gerade Zeit? Der Rako muss noch ganz kurz Fokus machen. Ja, es ist jetzt eh hin. Jetzt muss ich hoffen, nicht getroffen zu werden. Wir haben nachher nochmal einen Autoscroller. Da melde ich mich nochmal. Nice. Ja gut, die ganze Welt ist ein Autoscroller eigentlich. Aber ich hatte sehr viel Zeit verloren. Jetzt kommen noch zwei weitere normale, glaube ich, ne? Mhm. Die Sonne kommt auch nochmal, weil es so schön war. Und ich meine, es sieht nicht so schwierig aus vielleicht, aber schon allein, weil die Notenblöcke halt einfach nicht geil funktionieren. Nee, gar nicht. Also in Mario World zum Beispiel sind sie halt einfach... viel akkurater, finde ich. So, jetzt brauche ich nicht, aber... Ah, toll. Sehr guter Sprung. Ja, ich springe da ja eigentlich anders. Mit dem Stern kann man... immer gut. So, hier läuft jetzt gleich ein Counter. Und wenn man in einem gewissen Zeitfenster möchte, man in die nächste Tür rein. Ach, man sieht, der Turanin hat auf jeden Fall schon mal direkt eine Hand bekommen. Ja, aber die dritte. Achso. Nur die dritte? Beide nur ja, perfekt. Eine? Sehr gut. Also meinetwegen kann jetzt eine Donation vorgelesen werden, ich weiß nicht. Ja. Ja, und zwar von Derex oder Derxu? Derxu? Derxu, genau. Derxu. Fleckmon, geiles Race, ihr beiden. So, Swagstrat. Wo ist er denn?
Ja, ja. Sieht da oben eine Rumgeflackere. Ja, vielen Dank, lieber Derksu. Der Derksu auch, der wird hier auch noch auftauchen am Donnerstag oder Freitag. Run. Ganz toller Mensch, einer der besten Menschen, die es gibt. Jetzt habe ich Bock auf so ein Bum-Bum-Eis. Also weiß ja nicht, wie es euch geht, aber... ihn auch in der Kaizo Stage. Ja, es ist. Die Stelle ist halt einfach schwer. Es ist einfach schwer, das Level. So, jetzt ganz vorsichtig, nicht die Warp-Whistle benutzen. So, letztes Level. Okay, gut zu wissen. Der Safe keine Zeit und dann der machen wir das Zeit. Einfach. Ja, aber es sieht cool aus, sieht ne? Sieht cool aus. Eieiei. Das ist der Carrera-Clip. Der ist aber zumindest free, wenn man raufkommt, ne? Das ist... Der steht auch im Handbuch. Ist echt jetzt? Ja. Oh mein Gott. Ja, Peace hat man wieder nicht gekriegt. Ich hab mich gerade fast da runtergeflogen. So. Spannend. Achso, wir müssen gleich ansagen, wann es ist. Mal, ja, Time. Jetzt schon, oder was? Jetzt jeden Moment. Jeden Moment? Ja. Ich weiß nicht, wer timed. Ist es soweit? Time für Rako auf jeden Fall. Und Time. Time okay. Könnt ihr selber machen. Ach ja, ist. Ja. Ah ja. Hätten wir doch selber machen können. Clean. Ich glaube, es war meine 55, kann sein. Der hat zu spät gestartet. Ja, Turanin, es tut mir leid, ich habe alles versucht. Du warst bemüht, danke. Ja, ich war stets bemüht. Auch richtig lustig, ne? Du rettest die Prinzessin und dann kannst du gut gebrauchen, dass die da auch noch reintrollt. Richtig witzig. Hammer, mein Humor. Ah. Die macht ja den SMB1-Spruch, ne? Ne, was sagt sie? Auch? Ja, Princess ist in another class. Haha, just kidding. Ja, die anderen sagen es ja nicht. Man rettet ja die Leute diese Tour. Das sind ja keine Toads, die rumtrollen. Sauber. Sehr geil. Hot, hot, hot. So, der Autoscroller, den Turanin jetzt noch spielen muss, der geht ungefähr eine Minute. Also das Castle auch ungefähr eine Minute. Sorry, ne, aber Welt 8 ist auch, also... Welt 8 also ist Obergrütze. Mal, das, das ist echt Obergrütze. Macht ja auch einfach keinen Spaß, also... Nein. Wie denn auch? Also der Run an sich, der macht Spaß, aber... Am Turanin lässt sich nicht beirren. Na gut, es passiert auch nicht viel, ne? Nein! Wie gesagt, das ist der Beste. Da musst du wirklich nur rechts am Screen laufen. Das ist Hammer, ne? Für das vorletzte Level im Spiel auf jeden Fall. Da haben sich richtig was ausgedacht. Worthy Challenge, also da. Ja, ja, als Kind schwer, ne? Damit ist auch Turanin jetzt beim allerletzten Bum-Bum, der nicht mal eine Arena hat und gar nichts. Der sitzt dann nur im Keller und wartet. Auf seine ultimative Vernichtung.
nicht gewisselt. Gott sei Dank. Ah ja, er kann einfach durchlaufen, weil er den Stern benutzt hat. Ich hätte auch noch einen gehabt. Schade. Ah. Never lucky, ne? Einfach niemand. Ist nicht schlimm. Nicht schlimm? Nein. Ja, weiß ich doch, ich als Mario Bros. 3 Veteran. Kenn mich doch aus. Ich weiß, du kriegst schon einfach Rako. Ne, ist alles. Sterb einfach nicht. Gott sei Dank. Turanin, das Estimate ist noch drin. Er macht schon wieder diesen Quatsch da. Ich kann das nicht. Doch, Gott sei Dank. So, wann ist jetzt? Nur um dich ein bisschen zu machen. Time, wenn er in die Tür reingeht. Ja, ja, wir können schon mal. GG, ihr beiden. So, ich höre deine Musik leider nicht. Und Time. Time. Jo. Sub-Estimate. Sub-Estimate. Geil. Gut kommst, gut Commentary. Oder? Gutes Commentary. Turanin, ich habe alles versucht, tut mir leid. Nächstes Jahr vielleicht. Ich glaube, du hast was aus. Ja, das war der Mario Bros. 3 Any% Warpless Run. Danke nochmal, Turanin, dass du das extra für mich gelernt hast. Das war eigentlich, habe ich das als Scherz zu Turanin in einem Discord-Call mitten in der Nacht gesagt und er sagt auf einmal, ja, können wir machen. Gut, fairerweise muss ich ja sagen, ich habe es ja eh schon mal vorgehabt, das irgendwann mal zu lernen, von daher. Dazu gezwungen, genau. Wenn Turanin, ich, der, wenn ich hierfür, wofür denn dann? Der vierte deutsche Mario Bros. 3 Runner. Dann noch ein Shoutout an die Super Mario Bros. 3 Community, die international ist, und an die Alice Community, die jeden Samstag einen SMB3 Weekly Race veranstaltet. Also gerne lernen. Wir brauchen die mehr deutsche könnten Runner. Der nächste sein, der fünfte. Der fünfte deutsche Runner. Ja, noch sowas zu sagen? Nee. Okay. Ich bin froh, dass es zumindest noch Sub-Estimate war. Das war echt das Ziel. Besser hätte es eigentlich hinhauen können, von daher. Und ich sag mal, es war eigentlich schon noch relativ knapp an manchen Stellen oder. Ich glaube, so nah beieinander waren wir zumindest noch nie. Nein, noch nie. Zumindest so lange, von daher. Krass, Knaller. Lief es eigentlich erstaunlich gut, also. Ich bin zufrieden. Ja, Glückwunsch, ne? Zum gewonnenen Race. Also glatt 56 Minuten. Das ist schon hammerschnell. Ja, es waren doch, ich glaube, 5 Sekunden mehr, als wir gestoppt hatten, aber es. Ja. Um den Dreh, das passt schon. Sollte vielleicht ins Mikro reden. Ne, wäre von Vorteil. Hattet ihr eine Idee, bevor ihr angefangen habt, boah, ich habe das Gefühl, du gewinnst oder du gewinnst? War das so schon so, wer gewinnt jetzt? Ja, also ich würde mal sagen, es war ich von vornherein klar, dass Rako gewinnen wird. Okay. Ja, ich weiß nicht, wie lange du es jetzt schon wünschst, aber ist das zumindest auch dein Main Game, von daher. Ja, es ist mein Main Game. Ich run das jetzt seit 3 Jahren. Wir haben sehr viele Practice Races tatsächlich gemacht, die ich auch alle gewonnen habe. du jetzt zum Glück unter einer Stunde, mega geil. Ja, das lief im Practice natürlich ein bisschen anders, also. Aber gibt es noch andere Spiele, die ihr so in eurer Freizeit runnt oder so? Ja, am Freitag zeige ich ja noch Gogo Akman 3. Das mache ich noch. Und dann mein anderes Main Game noch Super Mario Land 2. Also ich bin eher so der 2D Mario Runner. Okay, und du? Ja, also bei mir habe ich morgen noch Grandpa World 3 mit dem Laser zusammen. Ansonsten ja, hauptsächlich NES-mäßig Jump'n'Runs, gerade so Mega Man-Reihe zum Beispiel. Ja. Also eher so 2D-Games, so Retro-mäßig genau, schon. Genau, also beide komplett Retro. Beide, echt Retro, 2D, so für beide. Habt ihr noch ein Highlight, so, also wo ihr sagt, da muss ich da sein? Also natürlich außer eure eigenen Runs. Ich muss ganz ehrlich sagen, also Grandpa World 3 morgen mit dir und Laser, das ist... Was ich ja dann noch kommentieren werde, das ist tatsächlich genau noch mein Highlight. Wird spannend. Dann das Block Race. Das ist 4-Way, glaube ich, oder? 3? 4? 4? 4-Way Block Race. Und dann 4-Way Master Sword. Ja, das wird auch nur durchstehen. Das wird auch toll. Da freue ich mich richtig drauf. Blocker, ich als Highlight. So. Super, dann bedanke ich mich bei euch und wünsche heute auch noch viel Spaß. Ja, gleichfalls. Danke. Gleichfalls.